Willkommen zu Prisonarchitekt, wo wir versuchen, ein wunderschönes und großes Gefängnis zu bauen. Und jetzt viel Spaß. So, da sind wir. Hier sind unsere Arbeiter, unsere 8 Arbeiter. Sind das 8? Ja. Wir starten mit einem 100.000er Stadtkapital. Und hier auf unserer einsamen Fläche, wo nichts ist. Das Einzige, was hier ist, ist einmal Müllraum und einmal Lieferungsraum. Nee, ist hier nicht. Wir haben noch fast einen ganzen Tag halt Zeit, bis unsere ersten Häftlinge kommen. Ich kann es auch ausschalten. Das mache ich jetzt dabei erstmal nicht. Ich habe bei der will ich keine Planung machen. Man kann das planen hier. Ich habe das jetzt ohne gemacht. Das ist mein erstes Mal, dass ich so richtig mache. Also ich wollte schon einmal machen, aber da habe ich gemerkt, mein Aufnahmeprogramm hat komplett Unsinn gemacht. So, jetzt mache ich nochmal. Hier schon ein paar Ziegel und Beton. Das brauchen die, um zu bauen. Und ich würde auch gleich schon, das sollte man sehr oft am Anfang, ich denke, das weiß ich nicht, das sollte man sehr schnell am Anfang machen. Ich upgrade für 10 Arbeiter. So, jetzt habe ich schon mal 10. Und dann würde ich jetzt auch gleich anfangen zu bauen. Wir haben hier ganz viele Räume. Für Gefängnisse brauchen wir ja viele Räume. Wir haben Zellen, eine Verwahrungszelle, da wo die reinkommen, wenn es keine Zelle frei ist. Einzelhaft, da wo sie reinkommen, wenn sie Stress gemacht haben, also halt Bestrafung. Schlafsaal, wo halt sehr viel schlafen können. Kantine, Küche, Dusche, Hof, Lagerraum, wo unsere Leute, dass wenn sie was abgerissen haben, was lagern können oder wenn die was bringen, können sie hier lagern. Dann Lieferungsraum, das ist das, wo es hingeliefert wird. Müllraum, wo es abgeliefert wird, der Müll. Das war ein freischaltet Büro, da wo Leute, wo unsere Angestellten arbeiten können dann. Also hier unser Direktor zum Beispiel. Muss ich auch gleich bauen dann. Dann haben wir noch Export. Also wir können halt irgendwann hier Wälder machen, dass wir irgendwas wegtransportieren oder Küche und so. Küche, irgendwelche Pflanzen werden wachsen. Besucherraum, wo Besucher gucken können. Gemeinschaftsraum, wo alle alle Gefangenen mal ein bisschen quatschen können. Personalraum, wo unser Personal sich ausruhen kann. Kapelle ist Küche halt. Bewahrung, keine Ahnung, nachdem sie. Bewerbung meine ich. Da können die halt entlassen werden. Rezeption, das ist jetzt gleich wichtig. Sporthalle und Lehrerraum, ja, keine Ahnung, warum es die gibt. Also ich will jetzt erstmal gleich losbauen. Zack, ich würde hier ein bisschen Platz lassen. Also, Gehplatte. So, das mit 3er Weg oder so machen. Ja doch, ich mach das mit 3er Weg. Den Anfang mache ich mit 3er Weg. Und dann mache ich hier schon mal die Räume. So. Kann ich dann so machen. Und einen weiter. So. Und hier ein bisschen größerer und hier auch ein bisschen. Zack. Zugang wird auch benötigt. Den brauche ich gleich. Wände und Türen. Machen wir. Gibt es eine Riesen-Tennistür? Ja, wir machen eine kurze normale in die Mitte. Zack. Hier auch. Und dann lassen wir schon mal diese Leute das bauen. So. Diese Mitarbeiter. Ja, baut das mal. Richtig schön. Also, ich würde dann auch gleich mal den Lagerraum machen. Den Lagerraum. Den würde ich dann hier kurz erstmal machen. So. So, der ist auch wichtig, halt, dann kann ich ja alles gleich lagern. Kann man einfach so auf Wohn machen. Dann machen wir noch 20 Stunden halt fast Zeit. Ich kann es auch machen, dass gar keiner mehr kommt. Schließen. Jetzt bin ich nicht aufgebaut, so richtig. Hier kann ich auch stärkere Leute nehmen und dafür kriege ich dann auch mehr Geld. Dann kann ich schon mal was eigentlich machen. Das 2 Büros, ein Direktor, schalten Sie hier. Ein Buchhalter, die beiden kann ich dann gleich anmachen. Ich habe halt Geld gleich dazu. Ich würde dann auch schnell spawnen, jetzt auch, kann man gleich eine eigene Sache gleich bauen lassen.
So gut ist es halt nicht, aber manchmal halt schon, weil ich Büros mache ich immer so, weil ich habe keinen Bock, die so anders zu bauen. Hier kann ich gleich wieder zwei Büros hinmachen. Das alles mal kurz laufen lassen. Personaldirektor kann auch schon hier rein. So. Aber das kurz alles auf. Kann ich auch schon mal hier weg. Also ungefähr, dass die Kantine in der Mitte so ist. Das ist zwar hier auch nicht für mich in der Mitte, aber ist ein bisschen egal. Ach, dann diese auch wieder. Ah, ich mache das aber zum Zweierweg, wo ich das aber habe. Ich will das kurz mal hier abreißen nochmal. Abreißen. Dann hier auch nochmal planieren, nicht das. Und das soll auch. Auf dem Grill. Ja, ist kein Mensch. So, was müssen wir machen? Ja, mach mal. Zack. Da kommt jetzt nämlich eine große Gefängnistür rein. Zack. Bam. So. Also, wenn jetzt gleich jemand Bomben kürzt. Zack. Kann ich hier auch schon mal den Raum zur richtigen Rezeption machen? So, ja, wir standen in der Rote. So, jetzt eine ganze Rezeption. Also, wir brauchen, das kann man auch sehen, wenn ich hier ranzoome, seht ihr diese Sachen, diese weiß, die ich natürlich brauche. Großschreibtisch würde ich dann schon mal hier einmachen und da einmachen. Ja, weil es cool ist. Da, dahin. Großer Tisch. Hier so an der Seite oder so hier. Bürosessel kann man auch mal machen. Hier. Das war's. So viel Geld will ich jetzt auch nicht verbrauchen. Und lass mich kurz alles bauen. Zack. Ah ja, Strom brauche ich auch noch. Kann ich auch gleich machen. Ich würde jetzt erstmal hier irgendwo an die Seite machen. Weil bisher bräuchte ich halt nicht so doll ist. Zack. Hier Strom kann ich schon mal hier halt zack machen und einmal hier unten hier so durchziehen. Da würde ich jetzt auch schon den Weg machen. Hier ist jetzt die Zweierpritte. So, bis hier so. Ja, hier würde ich die Kantine dahin machen. Okay, ja, das kann man weg. Hier würde ich es machen. Vielleicht auch schon mal einzeichnen. Also die Küche würde ich erstmal machen. Küche. Und Kantine würde ich dann hier so machen. Nee. Irgendwie so nach da. Hier. Ja. Bisschen dicker. So. Dahin. Da dann. Das geht nicht. So, geht die Platte. Dann hier schon mal Wände, Türen. Tür, zack, dahin. Da werden wir ja auch reinkommen. So, ich glaube, wir haben jetzt alles fertig, oder? Noch irgendwas? Ja, Licht muss noch reingemacht werden. So, mal kurz die Lampen. Ihr habt die. Ja, einer fehlt noch. Ja, da ist er. So, die Lampe wird reingemacht. So. Kann ich mal Strom versorgen. Strom und Wasser auch. Hier. Nach da. Nach da. Wir brauchen auch ein paar Kondensatoren, damit hier besser Strom gemacht wird. Und Wasser brauchen wir natürlich auch noch. Großes Rohr. Von hier so. Hier. Und wenn die Küche hier unten ist, mache ich schon mal das Wasser nach da. So, jetzt kann ich schon mal durchlaufen. Ja, und hier muss auch noch eine. Das hin. Mit einer Personaltür. Kommt auch eine Personaltür hin.
dann ist jetzt erstmal alles gemacht. Ich glaube, ich muss das auch erstmal machen, dass keine kommen. Weil, naja, ihr seht ja, die kommen, die sollten eigentlich schon gleich kommen, ne? So, mach ich hier schon mal kurz noch eine Tom. Egal. So. Jetzt kommen die mal. Ist gar nicht dunkel, aber ist mir jetzt erstmal egal. Ja, ich sag ehrlich, ich muss das auch ausmachen. Oh, wir sind schon fertig. Also dann. Ich glaube, ich muss die Kantine sogar größer machen. Ne? Vielleicht. Ich lasse es erstmal so. Räume. Kantine ist das alles. Küche ist das alles. So, dann gucke ich erstmal. Objekte. Die brauchen auf jeden Fall einen Herd. Ist ja klar. Also, die müssen ja auch nur kochen. Zack, zack. Einen Kühlschrank brauchen sie auch. Einen Mülleimer auch. Spüle. Können die da nicht hin? So, hier kommt die Spüle. Recycling-Tonne auch daneben. Gehen wir mal hier rüber. Tisch. Zack. Zack. Ja, es ist, ich glaube, ich mache das auch dann irgendwann wieder noch ein bisschen größer. So. So. Ein Serviertisch. Der ist so groß. Ja, ich baue das auf jeden Fall noch größer. Gebäude. So. Können Sie schon mal arbeiten? Das soll kurz ein bisschen dauern. Also, das macht die ganz schön. Jetzt gehen die halt hier rum, ne? Das müssen wir. Warte. So, Leute, wir können auch schon mal. Unser direkt. Ah, der Direktor ist hier schon, okay. Dann lassen wir hier Finanzen verschalten. Und Wartung und Sicherheit. So, das machen wir mal. Das brauchen wir auch. Wir haben auch schon hier im Büro noch eins. Will ich auch schon mal den Platz vielleicht so. So. Und der noch da schön hinkommt. Weil, nur zur Info halt, der Weg, der macht, das habe ich mir schon angeguckt, der Weg macht, dass sie schneller sind. Und Schnelligkeit ist ja auch gut so. Es liegt das hier schon, aber die Stangen liegen noch rum. Das könnt ihr da noch abtragen. So, Objekte. Serviertisch. Ich weiß halt immer, wie rum muss denn das eigentlich? Ich glaube, so rum, ne? So, dann einmal Wasserspender auch noch. Eine Mülltonne. Kommt gleich, ja, wo mache ich die Mülltonne? Da. So, dann aber. Ah, hier ist das ja schon alles weiter. Und Strom brauchen die auch noch. Zack. Strom. Jetzt sollte ich Strom haben. Kühlschrank. Wasser braucht das da. Da ein Rohr hin. So, dann macht mal. Wir kommen schon in 2 Stunden. In 2 Stunden habe ich noch keine Zellen. Halt. Dann würde ich das erstmal ausmachen, dass ich keine bekomme. Vielleicht zwar nicht so viel Geld halt. Ist mir aber egal. Für Geld interessiert mich jetzt noch nicht. Weil bisher habe ich noch genug. Ein hier so zack, zack, geschlossen alles. Und dann erstmal weitermachen, hier alles bauen. Da, so. Zack. Das Wasser da gebaut werden. Ich kann schon mal das nächste machen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen unbedingt das Nahrung mal später. Hof. Hof mache ich hier so rum. Vielleicht. Ich will erstmal Zellen machen. Dann mache ich erstmal Großgebäude hin oder so. Zellen würde ich
Ja, wenn hier Hof kommt, dann mache ich hier neben Zellen. Das soll dann der erste Zellenblock oder so sein. So, den müssen wir erstmal bauen natürlich. Kann ich das ja eigentlich auch schon bald als Hof definieren und muss dann noch einen Zaun machen. Wenn ich das hier mir alle abhauen. Zaun hin. Zaun. 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 Also wenn das jetzt hier hofgleich wird, dann mache ich hier Zaun. Zaun. Und Räume. Hof. Zack, das Hof. Das Hof. Dann hier nochmal Zaun. Zaun. Haben wir Türen. Und zwar hier Zauntür. Wache. Und Personal. Okay, ja, nee, macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir doch zeigen. Und da eine normale Zaun. Den einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, gibt's nicht. Dann gibt's eine große Zauntür oder so. Hier gibt's nicht, ne? Dann machen wir einfach hier und da. Nee. Hier das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Ich hab hier und da. Zack, zack, so. Hier Zaun. Ja, endlich. Dann müssen wir alles machen. Dann würde ich auch schon mal als Objekte. Reifen. So. Das will ich auch noch. Turnmatte, keine Ahnung, mache ich auch einfach rein. Mache irgendwelche Sachen rein. Okay. Radio. Was auch noch wichtig ist, sind Telefonzellen. Die sind aber auch sehr gefällig. Da können böse Sachen abgehört werden, wahrscheinlich oder so. Würde ich mal sagen. Zugang wird benötigt. Ich kann da noch gar nicht rein. Wände, Türen. Ich weiß jetzt, wo ich die rein. Wie gesagt, hier, ne? So. Hier ist jetzt zwar mehr Platz, ne? 1, 2, 1,5. 1, 2, 1,5. Doch, passt perfekt. 1, 2, 1,5. 1, 2, 1,5. Okay, doch, geht gut. Geht klar. So, das ist mal gebaut. Dann will ich eigentlich dann schon auch wieder was machen. Die will ich dann aber gleich auch sagen, die ist dann für immer geschlossen. Und der Arme, der muss es hier alleine bauen. Haben wir schon irgendwelche anderen Sachen freigeschaltet? Oder so? Hier Personal. Vorarbeiter, was machen die? Erhöht eine hohe qualifizierte Angestellte, der über den sie Zugang zur Hausmeister und Gärten erhalten. Fingesarbeiter kriegen. Nee, den brauche ich noch nicht. Wie viel braucht er eigentlich? 200. Ja, ich habe nur 100 pro Tag. Nee, wie viel? Hilter? 200, ja doch. Nee. Das soll nicht machen. Ich brauche halt nur noch Koch und das, ne? Ich will halt nicht hinter mindestens ein Tor. Ja, das wird hier noch gebaut. Was ist eigentlich mit dem? Ja doch, das wird auch noch gemacht. So, baut man das hier richtig schön hin. Mal sehen, wann es fertig ist. Da ist es fertig. Ah ne, Lappen sind noch in Arbeitung. Dann würde ich jetzt erstmal eine Zelle bauen. Man kann dann die mehrere, also halt immer kopieren kann man die dann. So, die letzte Lampe, da noch eine und da ist noch eine. So, Raum ist fertig. Ein Like würde mich freuen und ein Kommentar ebenso. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge und ciao.